Ja, gibt's weiter nichts. Also hinaus. Ladebildschirm. Gibt's hier was Neues? Nein. So, fast. Das können wir einmal durch die Hühn. Dann nehmen wir den Dolch mal mit. So. Mit Kinder, hallo? Seid gegrüßt, Sir. Hi. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könntet ihr dann vielleicht ein Stück Brot entbehren? Oder etwas anderes? Was ist euch zugestoßen? Wir dachten, hier in Lothering sei es sicherer. Wir hatten gehofft, der Terran würde seine Soldaten hierher führen. Aber wir wurden von Banditen angegriffen. Sie haben uns alles genommen. Unser Essen, unsere Kleidung, das Lieblingslamm meiner Tochter. Niemanden interessiert das Schicksal von ein paar Elfen wie uns. Könnt ihr uns helfen? Ich weiß, welche Banditen. Ihr habt sie erschlagen? Ja. Das sind großartige Neuigkeiten. Vielleicht ist unsere Habe noch dort. Ich kann euch gar nicht genug danken. Selbst wenn wir nicht alles zurückbekommen, ist es gut zu wissen, dass andere sicher vor ihnen sind. Das habe ich gerne getan. Irgendwie. Kleiner Junge. Ich grabe jetzt mal ein hier, was auch immer da drin ist. Ein Kurzbogen aus Ulmholz. Und ein schwacher Wärmebalsam. Hallo Junge. Hast du meine Mutter gesehen? Nein. Sie ist wirklich groß und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Weißt du, wo dein Vater ist? Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Komm mit, wir finden deine Mutter. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Hier, nimm den Silberling. Ein ganzer Silberling? Ja. Oh, vielen Dank. Du bist wirklich ein freundlicher Mann, wie mein Vater. Ich sollte jetzt meine Mutter suchen. Ich werde sie für dich suchen, wenn ich Zeit dafür habe. Guck mal hier. Da ist ein Hundefreund. Das ist wie eine Statue. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Allison, wir sprechen mal mit Allison. Die hat ein Ausrufezeichen über den Kopf. Seid gegrüßt, uns an. Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Ich weiß ja nicht, was du gerade so nebenbei machst oder so, aber... wofür brauchst du die denn? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Er gibt Fallen auf sein Land? Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Warum kaufst du denn nicht welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Aber ich kenne keinen, der keinen... Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Ich kann leider keine herstellen. Oh.
Vielleicht mal, wann anders. Älteste Miriam. Sprechen wir mal mit der ältesten Miriam. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was? Lothering ist voller Flüchtlinge. Hm. Vielleicht findet ihr in Allisons Scheune einen Platz. Sprecht lauter. Ich dachte, ich kann dir vielleicht helfen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Aber ich hätte jemanden, ich selber nicht, aber meine Begleitung. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Ja. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. So. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Das war nicht nötig hier. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. So, haben die Quest direkt abgeschlossen. Hier die Truhe ist bestimmt, was die geht. Jawohl. So, was haben wir hier? Ist das die Taverne? In so eine Holzkiste. Hier sind. Hast du schon die neuen Rekrutierer gesehen? Bin schon unterwegs. Ja. Die zwingen jeden zum Dienst, der ein Schwert halten kann. Der Terran wird. Gehen wir mal zur Taverne. So, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Loghains. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Burschen zu suchen, der genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Schön, wir wollen einen Kampf. Ich werde ihm seinen Wunsch erfüllen. Bringen wir es hinter uns. Halten wir sie schnell auf! Gar nicht schlecht. Wir geben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ich will nicht, dass Sie Logan berichten können. Bitte nicht! Wartet! Sie haben sich ergeben. Sie sind keine Gegner für euch. Verschont sie. Aber sie sind gescheitert und ich wünsche niemandem den Tod. Dann sprich ein. Meint, nun gut. Möge der Erbauer euch eure Sünden vergeben. Möget ihr unter seinem Blick wandeln und von ihm geleitet werden. In your face. Sorry. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Naja. Ist ja schon okay, ich weiß, du wolltest nur schlichten. Und ich weiß, dass ihr tun musstet, was ihr getan habt. Ich wünschte nur, sie hätten aufgegeben. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es.
Ich bin Cray. Freut mich, dich kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Und wie genau willst du mir denn helfen? Der Erbauer will, dass ich mich euch anschließe. Ach. Das würde er doch nicht ohne guten Grund tun. Der Erbauer ist auf deiner Seite und willkommen. Ja, nee. Sicher? Dann erklär mir das mal. Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum, eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Aber ich brauche wahrscheinlich mehr als nur irgendwelche Gebete. Ich kann kämpfen. Und mehr als das. Ich war ja nicht immer eine Laienschwester. Ich habe dieses Leben bei meiner Ankunft abgelegt. Aber jetzt nehme ich es wieder auf, wenn der Erbauer es wünscht. Mit Freuden. Bitte lasst mich euch helfen. Ihr bettet ja förmlich. Also gut. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja. Wir behalten die Gruppe aber so bei. Oder warte mal, wir könnten sie vielleicht gebrauchen. Ich tausche sie mal gegen meinen Freund aus. In der Tat. So. Ja, hier gibt's überall Hühnerkeulchen. Ach, guck mal hier. Barlin. Hi. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Nein. Ich verkaufe andere Waren. Ihr habt kein Lebensmittel mehr? Beinahe jede Nacht kommt und geht ein ganzer Schwung von Flüchtlingen. Sie alle haben knurrende Mägen, traurige Geschichten und Erbstücke zum Tauschen. Ich habe diesem verdammten Händler da draußen vor 2 Wochen die Hälfte meiner Vorräte verkauft. Und jetzt verlangt er unverschämte Preise für meine Lebensmittel. Und du bist neidisch. Wohl kaum. Ich mag ja ein mürrischer alter Kauz sein. Aber ich werde niemanden ruinieren, der nichts weiter braucht als einen Laib Brot. Zeig mir mal, was du anzubieten hast. Dann kann ich nämlich hier gleich mal diesen Mist so ein bisschen durchgucken. Machst du den Fall, mein Kollege? Kleine Klauenfalle. Ich kauf dir mal einen ab, vielleicht kann ich die der Tante bringen. Was gibt's denn hier? Gibt's Geschenke? Guck mal. Ich kauf dir mal die Geschenke ab. Und kann man nicht den Rucksack irgendwie erweitern, indem man irgendwelche... Könnte man da nicht mal Rucksäcke kaufen oder so? Dann könnte man die, glaube ich, immer erweitern. Irgendwie war das doch. Ich kann mich da erinnern. Aber ich weiß nicht mehr, warum ich nicht fand. Was hier unter Handwerk oder unter anderer? Bestimmt unter anderer. Hier haben wir Bari-Kekse. Wieso hat der eigentlich... Wegen Leben. Ich verkaufe andere Waren. Wo kann ich den Lotharin gute Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ja. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Vergiften? Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Im nördlichen Wald gibt es Kräuter. Ansonsten gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Seht euch im Dorf um. Manche Flüchtlinge haben Teile ihres Besitzes zurückgelassen
um schneller reisen zu können. Ich weiß allerdings nicht genau, was ihr benötigt. Möglicherweise habe ich auch etwas davon auf Lager. Hm. Ein Gift ist an ihm, oder der will es, dass wir ihn Gift mischen. Das ist ja super. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen in dem Kapuff? Ja, der Kommandant, den kann man hier den Wundumschlag noch abnehmen. Hier die Küche, hier ist nichts Tolles. Hier ist ein Truhe, hier ist ein Fass. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt... Erlaubt ihr? Ich ja, könnte das machen. Ja, hm? Mach doch, automatisch, komm. Wie ihr meint. Zack. Aufschlossen, wunderbar. Jetzt kriegen wir nämlich auch die verkackten verschlossenen Truhen auf. Also größtenteils. Je nachdem, wie ihre Fähigkeiten reichen. So. Hinaus. Hm. Lottery. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Hier, ich hab jetzt für dich eventuell... Es gibt... Ich hoffe, weitere Soldaten entkommen aus Ostergar. Jetzt habe ich so eine Falle für dich. Können wir denn... Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, dann mach mal. Intrige, das gibt immer schöne EP. Und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Das Grauen, vor dem wir aus der Wildnis geflohen sind. Merat Astaric, Merat Itvasit Aban Akum. Was? Maras Shokra. Was?